Ja, hallo, liebe Leute, bei einer neuen Folge Neverball. Ja. Oh, da war die Begrüßung leicht übersteuert. Ich hoffe, das sieht man dann im Video nicht so. Ja, wir sind jetzt wieder dabei bei Tour de Force. Und ich habe mir nochmal ein Video bei YouTube angeguckt von diesem Level 3 hier. Und da habe ich gesehen, dass die Plattform dann irgendwann hier hinten anhält, wenn die kurz vorm Ziel ist. Und dann hätte man auch das einfacher haben können mit den roten Münzen hier hinten. Das würde ich gerne nochmal schnell ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Das heißt, ich spiele dieses Level aus Langeweile einfach nochmal. Nehme ich bei Fraps überhaupt auf? Ja, natürlich. Oh. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich so ist wie im Video. Ach, die Plattform hier ist auch starr sozusagen. Das ist sehr interessant. Welche Perspektive habe ich verfolgen jetzt? Sehr gut. Ist natürlich blöd, weil das Ziel jetzt schon offen ist. So, jetzt wäre es auch offiziell offen, das Ziel. Da bin ich nochmal gespannt, ob das auch tatsächlich so ist. Es sieht danach aus. Tja, Leute, hätte man das eher gewusst. Hätte man sich den ganzen Stress, hätten wir uns den ganzen Stress auch ersparen können. Cool. Also ab ins Level 4. Ja, Level 4, Tour de Force. Le Petit Cross, Let's Go Scrambling. Berühren Sie stets den Boden, um die Geschwindigkeit zu optimieren. Cool. Also ab dafür. Sieht ein bisschen aus wie hier so eine Halfpipe. Juhu, und jetzt. Ich möchte gerne hier rüber. Ja, so eigentlich nicht, aber. Ob man irgendwann die blaue Münze dort oben kommt. Also so einfach wahrscheinlich nicht. Und einmal zurück. Ach, hier wechselt die Kameraperspektive. Das ist ja blöd. Ich mal in die manuelle Perspektive. Oh, jetzt bin ich verkehrt rum. Das ist auch nicht schön. Aber immerhin haben wir die blaue Münze. Kann ich mich jetzt irgendwie mal ein bisschen drehen hier? Ich möchte mich gerade umdrehen. Jo, so ist nice. Zeitlich ist das, glaube ich, nicht mehr zu schaffen. Ich glaube, wenn man hier unten ist, dann kann man es auch gleich vergessen. Würde ich einfach mal behaupten. Juhu. Oh, geschafft. Und die auch geschafft. Jetzt müssen wir noch hier oben müssen mal die paar roten Münzen vielleicht einsammeln. Oder? Ist das ärgerlich. Es kommen ja nicht mehr hoch. Das kann es nicht sein, ja. Doch, jetzt los, los! Ja, so, jetzt gehen wir mal richtig. Das ist blöd, dass die Kugel dann hier so immer springt. Hoch, 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 du verdammte Kugel. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich glaube, das können wir vergessen. Aber wir können ja mal gucken, ob die Münzen hier, die müssten eigentlich, ich sag mal, ausreichen. Was ist das? Time is up. Naja. Okay, nächster Versuch. Auch ich finde das dumm, dass die Kugel hier so springt. Vielleicht muss das auch so sein. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich das annoying. Oh, schön. Das war jetzt, glaube ich, dumm, würde ich sagen. Na gut, weiter geht es. Nächster Versuch. Oh. Jetzt sind wir halt gleich blöd abgesprungen. Jetzt müssen wir den Schwung erstmal wieder suchen. Ich glaube, das Level. Dieser Versuch ist damit auch, ich sag mal, für den Skat, weil das kriegt man auch nie mehr so hin, dass man dort wieder hochkommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Versuch. So. Wir müssen uns, glaube ich, hier richtig an der Kante runterfallen lassen. Ja, so eigentlich nicht, aber.
rüber. Kann man diese Sprünge irgendwie vermeiden? Berühren Sie stets den Boden. Na, wie willst du denn das machen? Juhu, jetzt sind wir drüber hinausgeflogen. Was hoch, also, uiuiui, ja, schwingt ganz schön mit hier, die Kugel. So, 38 haben wir. Ich glaube nicht, dass die Münzen hier reichen werden. Das müssten ja mindestens noch 20 sein hier. Aber ich glaube, das wird nicht 18. Das heißt, wir müssen noch irgendwo... Wie weit können wir so? Toll. Jetzt fehlen uns 8 Münzen. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Wollte ich eigentlich gar nicht. Was habe ich denn jetzt schon gemacht hier für eine Scheiße? Verzeihung, ist schon spät. Ist schon nach 22 Uhr die Aufnahme. Da kann man auch mal das S-Wort sagen. Natürlich nicht. Ui, oh nein! Da sind wir drüber hinausgeflogen. Das kann doch nicht sein. Ist noch mal zu langsam. Kommen wir jetzt hier hoch? Nein, wir sind drüber hinausgeflogen. Ach ja, die Level sehen immer nur so einfach aus, aber in Wirklichkeit sind die sauschwer oder sowas in der Art. Oder man macht einfach hier so einen blöden Fehler. So, und runter! Und die Münze einsammeln! Ich habe gesagt, du hast die Münze einsammeln. Ah, ich spiele einfach so lange, bis ich keinen Bock mehr habe heute am heutigen Dienstagabend. Los! Ja! So, jetzt haben wir zwar die Münze, aber wir kommen offensichtlich nicht mehr zurück. Jetzt nur noch die Schanze hier schaffen. Oh, lala, ist nicht wahr. Ich will rote Münzen. Nein! Cooles Level, gefällt mir. Jetzt zieht euch. So, darf ich mittlerweile mal meine Abneigung zu diesem Level? Ich probiere einfach mal was. Ja, ist ja gut. Noch ein Stück. Ah. Ah. So, naja. Cool. Aber wieder drüber hinausgeflogen. Ich glaube, das ist auch keine gute Taktik. In diesem Level. Los. Sehr gut. Take it, bit. Ich glaube, das reicht wieder nicht, oder? Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht haben wir Glück und das reicht dort hinten noch für die blaue Münze.
Ja, das sieht doch so schlecht nicht aus. Jetzt müssen wir noch direkt die blaue Münze treffen. Und geschafft. Nächstes Level. La Tour de Verre, die Tour des Glasturm. Finden Sie den Weg zum Ausgang. Jo, geil. Geht los. Münzen. Das ist mal ein Level, wo es um Konzentration geht. Kommt man hier irgendwie raus? Dann muss ich hier außenrum sozusagen. Gerne. Wenn ich mit ein paar Münzen Okay. Los. Jetzt. Kann nicht sein. Hier wäre die Kurve. Einmal um den Block. Da gab es doch irgendwie Tour auf Französisch. Le Tour und La Tour, oder? Kann das sein? Und Weiß hatte eine unterschiedliche Bedeutung, glaube ich, wie Le Tombe und La Tombe. Also die Zeit und das Wetter. Weiß ich allerdings auch nicht, was jetzt was war. So, und jetzt muss es hier irgendwo wieder runtergehen hier. Nein! Oh, das kann es nicht gewesen sein, Leute. Oh. Das ist doch das allerletzte. Wo ging es denn jetzt runter? Hier. Also wenn ihr das wisst, was war bei Le Tombe und La Tombe oder auch bei Le und La Tour, wenn es das gibt, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr Bock habt. Und wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Ihr könnt natürlich auch drunter schreiben, wenn ihr der Meinung seid, ich stelle mich bei diesem Spiel total dämlich an. Oh, habe ich da unten eine sich bewegende Plattform gerade gesehen? Ich hoffe, das war bloß eine... Ne. Aber ich muss da nie lang, oder? Wo ging das jetzt hier runter? Hier hinten. Vorsicht! Oh. Ich sehe mich schon wieder runterfallen hier. Ich muss mal kurz die Perspektive wieder drehen, sonst sehe ich wieder nichts hier. Falsche Richtung gedreht, aber egal. Zeit dürfte kein Problem sein. Oder? Na los. Ich mach's mal spannend. Und geschafft. Nächstes Level. Tour de Force. Le Chemin. De la Foi. Selbstvertrauen. Ja, mein Französisch ist schon sehr lange her. Hier sieht es aus, als wäre es ja blind. Eine blinde Karte oder sowas in der Art. Auch mal interessant, sowas. Wie komme ich jetzt hier rüber? Cool.
100 Münzen müssen hier scheinbar gesammelt werden. Hier muss ich jetzt hoch. Es wäre schön, wenn man auch mal sehen würde, wo man hier hin kann. Und langsam, ich denke mal, man kann einfach geradeaus. Oh, das ist ein Huckel. Was ist denn das? Das war jetzt ganz schön fies. Lieber Level Designer. Oh, ist das. Halt. Ich glaube, in der manuellen Kameraführung geht das Level ein bisschen einfacher. Weil man dann kontrollierter, bleibst du oben? Wenn man dann kontrollierter steuern kann. Und jetzt? Ich glaube, ich spüre plötzlich eine Abneigung gegen dieses Level. Los, 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 komm, du verfickte Plattform. Oh, ist das dumm. Ist das dumm. Entschuldigung fürs F-Wort. Möchte ich hiermit sagen. Ich glaube, die Perspektive, dass der mal automatisch anpasst, die ist, glaube ich, nicht für das Level geeignet. Ups, falsche Richtung. Na, es hat wieder Zeit gekostet. Na, egal. Hallo, es geht dorthin. Halt an. Hier hoch. Och, ist das einer. Go, go, go. Schon wieder falsche Richtung. Ist aber kritisch. Oder war das britisch? Okay, der Witz war jetzt ziemlich... Naja, ihr wisst schon. Los. Och Mensch. Was ist so lustig da drüben? Ich habe gerade eine Lache gehört, wo auch immer die herkam. Ich weiß es nicht. Ich will dort nie runterfallen. Wer? Halt. Los, los, hoch. Okay, ich glaube, das kann ich schon vergessen, die Runde. Hier muss man einfach drüber bügeln wie der letzte Penner und dann runterfallen. Ah.
Jetzt drehe ich mich mal in die richtige Richtung. Das könnte jetzt eine Zehntel gespart haben, die man jetzt hier wieder durch den kleinen Umweg verbraucht hat. So. Drehen und rüber. Anhalten. Münzen sammeln. Na, komm schon. Haben doch nun wirklich kaum Zeit hier für Spielereien. Jetzt würde ich einfach denken, einfach mal durchbrettern. Vielleicht bringt's was. Oh. Da schafft man das einmal bis dorthin und dann nie wieder. Das ist auch immer so eine Sache, die mich bei Spielen ankotzt. Jetzt juckt es mir auch noch am Ohr. Oh. Ui, das war aber knapp jetzt. Und... Och, das kann's doch nicht sein. Wie muss man denn dort drüber? Muss man das genau in der Mitte treffen oder wie? Das ist doch so einfach. Na los, komm. Jetzt mache ich mal einen auf langsam. Ach, hier sieht man den Huckel sogar. Der ist ja sogar eingezeichnet, aber der bringt jetzt... Oh. Zwei Münzen brauche ich noch. Los, gib mir zwei Münzen. So, und jetzt kann ich mal einfach dort hinten. So, geschafft, es geht doch. Nächstes Level. Tour de Force, Le Bucle Renversant. Runter geht's immer. Ach komm, das probieren wir nochmal. Sieht spannend aus. Irgendwie. Wie auch immer man das hier machen soll. Juhu. Das war ja einfach. Cool. Nächstes Level, Le Chemin des Simul. Testen Sie Ihr Gedächtnis. Oh, ich ahne Böses. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.